Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, so wie auf Facebook zeige ich euch heute mal den Baum War Bridge mit diesem Baum hier. Also ich habe es bis jetzt schon bei dem probiert, weil ich glaube, der geht wirklich da am besten für. Also ihr kommt zu dieser Location, wo ich hier gerade bin, also da oben bei Trevor Flughafen. Hier kommt ihr hin. Ihr könnt euch entweder ein größeres Auto holen oder ihr versucht mit den Steinen hier rein zu springen. Persönlich ist es mit dem Auto leichter, aber man kommt mit den Steinen eigentlich genauso rein. Ich mach das so, ich mach das einfach mit dem Auto. Am chilligsten einfach bloß ein großes Auto holen und hier einfach bloß reinlaufen. So, jetzt nehmt ihr euch am besten eine Waffe, zielt und drückt Viereck, dann macht ihr diese Rolle hier. Aber nicht komplett spammen, sondern einfach bloß einmal rollen, bisschen stehen bleiben, dann wieder rollen. Und ab und zu mal, wenn man sich zur Seite dreht, dann fliegt man übel krass hoch. Bei mir hat das jetzt auch nur einmal geklappt. Das ist immer so eine Glückssache, wann man mal hochfliegt. Das ist aber auch kein Abfuck-Glitch, wo man mal alle paar Stunden mal hochfliegt, sondern ja, es klappt schon öfters. Ich bin letztes Mal hochgeflogen, weil ich mich hier zur Seite gedreht habe. Mal gucken. Nee. Also nicht komplett spammen, einfach mal immer stehen bleiben, ein bisschen bewegen. Auf jeden Fall ein richtig geiler Launch-Glitch, weil man übel krass hochfliegt. Wenn ich das mal schaffen würde, jetzt mal zu zeigen. Wäre echt mal schön, wenn ich mal hochkommen würde. Auf den Baum drauf, richtig? Ja. Komisch. Ich probiere es hier. Also ich habe es bis jetzt nur einmal getestet und einmal hat es geklappt, aber ja, auch nicht. Also die richtige Taktik dahinter habe ich jetzt auch nicht rausgefunden. Falls ihr mal wer findet, schreibt es mir bitte mal in den Kommentaren. Vielleicht muss man sich hier doch irgendwie ganz bestimmt bewegen. Auf jeden Fall so ab und zu mal so rollen, nicht, wie gesagt, nicht spammen. Und irgendwann müsste man hochfliegen, auch wenn man mal auf der Stelle mal kurz stehen bleibt. Dann fliegt man auch ab und zu mal hoch. Ja, ich stehe auf den Ast drauf. Komisch. Nee, er fliegt aber auch nicht hoch. Naja, ich probiere hier erstmal weiter und ja, ich mache erstmal einen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich es geschafft habe. Okay. Ein, zwei Mal probiert es noch und dann mache ich doch einen Cut. Nee, ich bin schon nicht wirklich hoch. Lol. Ich gehe jetzt mal auf den Stein und versuche noch so einen Stein auszukommen. Nee, hier. Ja, das ist halt so eine Sache, ob man hochfliegt oder nicht. So, jetzt bin ich hier drin. Mal kurz rollen. Ne?
ich mache erstmal einen Cut. Und ja, ich probiere es mal hochzuziehen. Also bis gleich. Ja. Ja, wie man sieht, bin ich extrem nach oben geflogen, aber wie man sieht, übel krass geflogen. Ja, ich habe das überlebt. Okay, ist bei Launch vielleicht eigentlich immer so, dass man den Sport überlebt. Ja, ich versuche das jetzt nochmal zu erklären, wie ich das jetzt geschafft habe. Also ich bin hier einfach bloß wie so ein Schluck Wasser. Also ich bin mal nochmal rein. Komm schon. Jetzt komme ich da nicht in diesen Baum rein, der das hackt. So, also ich bin einfach bloß, ich habe mich bloß ab und zu mal ein bisschen hin und her gerollt. Und dann bin ich einfach bloß so stehen geblieben. Der backt ja von alleine, wie man sieht. Und ab und zu mal geht er nach unten, dann wieder nach oben. Dann bin ich eine Weile so stehen geblieben, dass er die ganze Zeit so gewackelt hat. Und dann bin ich über nach oben geflogen, wie man gesehen hat im Video. So, ich bleib jetzt mal kurz wieder so stehen. Genau so hat er gebackt, bloß etwas stärker, und dann bin ich nach oben geflogen. Genau, jetzt packt er richtig. Okay, ich hab das Glück und flieg wieder nach oben. Ich hatte es gerade, wo ich die Aufnahme beendet hatte, zumindest wo ich den Cut hatte, bin ich einen Meter nach oben geflogen. Bei den Bayern. Ich dachte, jetzt fliege ich mal schön eigentlich mal hoch und dann einen Meter so unten. Aber ich bin eben übel krass geflogen. Na? Na, ne. Ich versuche hier wirklich den Punkt zu finden, wie man hier hochfliegt, damit ich euch das besser erzählen kann oder zeigen kann. Sagt es einfach. Ja, also ich krieg's jetzt nicht wirklich nochmal hin. Ja, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie es wirklich geht. Wie dieser Launch-Glitch funktioniert. Ich habe es wirklich versucht, richtig zu erklären. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst es zu abonnieren. Dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.